Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. In diesem Video will ich euch ein paar einfache, alltagstaugliche und effektive Tipps mit auf den Weg geben, auf was ihr achten solltet, wenn der Welpe frisch bei euch einzieht. Es ranken sich viele Mythen, Horrorstories und Aussagen um gewisse Dinge, die wir heute behandeln werden. Und wir werden mal das rechte Licht darauf werfen und schauen, wird wirklich alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, lasst uns loslegen. Tipps zum Einzug des Welpen. Fangen wir direkt mit dem ersten Tipp an. Ein sehr einfacher, effektiver, aber sehr wichtiger Tipp. Wenn euer Hund bei euch eingezogen ist, wenn der kleine Zwerg endlich da ist, ganz egal, ob er 8, 9 oder 10 Wochen alt ist oder wie auch immer, empfehlen wir allen Welpenbesitzern, ihn tatsächlich 2 Wochen Minimum erstmal ankommen zu lassen. Das heißt, keine großen Pläne, das heißt, keine Ausflüge etc. pp. Und das hat seinen Grund. Nicht nur könnt ihr so endlich euer neues Familienmitglied ein bisschen näher kennenlernen, ihn charakterlich ein bisschen einschätzen lernen und euch auch an den neuen Ablauf und den neuen Lebensstil, der damit einhergeht, im Zweifel gewöhnen. Es ist auch wichtig für den Zwerg da unten, denn bei dem ändert sich gerade alles auf einen Schlag. Und das in einem Alter, in dem das nicht so einfach ist. Die Mama ist weg, die Geschwister sind weg, die bekannte Umgebung ist auf einmal fort und da sind fremde Menschen. Das heißt, diese 2 Wochen, den Hund zu Hause ankommen zu lassen, ist wirklich, wirklich wichtig. Immer dann, wenn sich Menschen bei uns informieren oder uns kontaktieren und sagen, ich möchte von Anfang an direkt in die Hundeschule gehen, ist unser erster Ratschlag, wartet erstmal 2 Wochen, lasst den Zwerg doch mal ankommen. Lasst ihn doch mal sein neues Leben kennenlernen und versucht einfach in der Zeit durchzuatmen und ein Gefühl für euch gegenseitig zu entwickeln. Das ist der erste und meiner Meinung nach fast der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt wird jetzt bei dem einen oder anderen von euch dafür sorgen, dass ihr sagt, Moment, das ist doch aber konträr zu dem, was du gerade gesagt hast. Und das ist es nicht und das möchte ich euch erklären. Sobald ihr wisst, wann der Welpe bei euch einzieht oder aber an dem Tag, an dem er bei euch wirklich eingezogen ist, kann ich euch nur raten, Kontakt mit Hundeschulen vor Ort aufzunehmen. Nicht jede Hundeschule ist so locker strukturiert wie meine, wo man jederzeit und immer wieder in den Welpenkursen einsteigen kann und es keine Wartezeiten gibt. In anderen Hundeschulen sieht das anders aus. Dazu kommt vielleicht, dass ihr etwas ländlicher wohnt, als es jetzt hier bei mir der Fall ist, somit also die Auswahl oder die Anzahl der Hundeschulen etwas geringer ist. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, im Moment gibt es einfach sehr viele Hunde und die Hundeschulen haben sehr viel zu tun. Gerade rund um Corona gab es einen richtigen Boom, was Welpen und Hunde angeht. Und zusätzlich ist auch die Jahreszeit hier wichtig. Im Frühjahr gibt es tendenziell eher mehr Welpen als im Winter und so weiter und so fort. Das heißt, nehmt lieber frühzeitig Kontakt mit einer Hundeschule oder mehreren auf, sagt, hey, dann und dann kommt mein Welpe, ich möchte ihn 2 Wochen ankommen lassen, ich würde mir aber gerne, wenn denn notwendig und möglich, mir schon einen Platz für einen Welpenkurs sichern. Ich kann euch nur raten, Welpenkurse, zumindest wenn sie gut und vernünftig gemacht sind, sind unfassbar wichtig für die soziale Entwicklung eures Hundes. Und es schadet euch auf jeden Fall nicht. Also, Punkt 2, kümmert euch frühzeitig um einen Platz in einem Welpenkurs. Bei Punkt 3 geht es auch wieder um eine externe Anlaufstelle, und zwar den Tierarzt. In den meisten Fällen, wenn der Welpe zu euch kommt, sind die fürs Erste versorgt. Aber irgendwann kommt vielleicht die nächste Impfung, die nächste Entwurmung oder der Kleine hat sich einfach irgendwie wehgetan. Und dann müssen wir zum Tierarzt. Viele Tierärzte bieten aber eine Möglichkeit an, vorher den Hund kennenzulernen. Denn auch den Tierärzten ist daran gelegen, dass die Hunde sie positiv kennenlernen, damit sie sich später besser behandeln lassen, damit sie nicht ängstlich oder aggressiv werden oder. Wenn ihr also einen Tierarzt im Ort habt, dann nehmt doch mal Kontakt mit denen auf. Schreibt denen, wir haben einen Welpen, der kommt bald, der ist so und so alt. Wir würden gerne einfach mal zum Tierarzt gehen. Einfach damit der Hund sich an die Umgebung und die Gerüche gewöhnen kann, damit ihr im Warteraum sitzt und ihn da einfach ein bisschen knuddelt, ein paar Leckerchen gebt. Und wenn die Tierärzte Zeit haben, vielleicht so kurz vor der Mittagspause, dann darf man manchmal auch schnell noch mal kurz in so einen Behandlungsraum rein, hoch auf den Tisch, da wird er durchgeknuddelt, durchgeherzt, gebt ein paar Leckerchen und so kann euer Welpe positive Erfahrungen mit dem Tierarzt sammeln, ohne dass es gleich eine Spritze oder einen Piekser gibt.
Das kann für den einen oder anderen Welpen tatsächlich einen großen Unterschied machen, wie sie in Zukunft an das Thema Tierarzt, Krankheit und Untersuchungen rangehen. Also, Punkt 3, nehmt Kontakt zu eurem Tierarzt auf. Punkt 4, auch hier geht es wieder um etwas, was außen stattfindet. Und zwar alles, wo ihr euren Hund anmelden müsst. Meldet euren Hund bei der Stadt, bei Tasso und bei eurer Versicherung an. Hier könnt ihr euch tatsächlich auch Zeit nehmen und das Ganze im Vorfeld schon vorbereiten. So gibt es viele Vergleichsportale im Internet, bei denen ihr Versicherungen, deren Leistungen und deren Preise zum Beispiel vergleichen könnt. Tasso ist immer ratsam, falls euer Hund mal abhanden kommt, denn das kann immer passieren, ist er über den Chip wieder euch zuzuordnen. Und die Anmeldung bei der Stadt ist notwendig. Alles das könnt ihr in Ruhe vorbereiten, noch bevor euer Welpe kommt oder aber in den ersten 2 Wochen, in denen ihr euren Welpen mehr oder weniger eh nur in Ruhe lassen sollt. Das war der 4. Punkt und jetzt schließen wir den Bereich ab mit all den Teilen, die mehr oder weniger draußen stattfinden, die jetzt nicht direkt mit uns drinnen zu tun haben. Lasst uns jetzt einfach mal nach drinnen schauen. Was können wir in den ersten 2 Wochen für unseren Welpen tun? Worauf können wir achten? Was macht den Start ein bisschen angenehmer? Und hier haben wir verschiedene Punkte aufgelistet. Unser 5. Punkt für heute ist das Thema Ruhe und Ruheplatz. Wenn euer Welpe angekommen ist, dann legt von Anfang an Wert darauf, ihn tatsächlich zur Ruhe zu bringen, ihm zu helfen, runterzufahren, ein Ruhetraining aufzubauen. Wählt euren Ruheplatz klug. Der darf gerne im Wohnzimmer sein, aber eben nicht mittendrin, wo er nicht abschalten kann. Er sollte aber auch nicht in der hintersten Ecke im Schlafzimmer sein, wo er nichts mitbekommt. Zum Thema Ruhetraining haben wir auf YouTube schon ein eigenes Video, das wir euch unten verlinken. Dort gehen wir mal genau drauf ein, wie man das zum Beispiel machen kann. Aber das Thema Ruhe, der 5. Punkt, ist sehr, sehr wichtig. Energie haben die Zwerge mehr als genug. Und Quatsch machen können sie immer. Und meistens ist, nachdem sie zu viel getan haben, die Zeit auch etwas anstrengender. Hier ist der Merksatz, nach müde kommt doof. Deshalb ist Ruhetraining so wichtig. Euer Hund soll verstehen und lernen, dass er bei euch zu Hause abschalten kann. Und er braucht diese Erholungsphasen. Und das sind mehrere Stunden am Tag. Schaut mal in unser Ruhetrainingsvideo, ich verlinke es euch unten, da werdet ihr einige Möglichkeiten finden, das aufzubauen. Punkt Nummer 6 hat jetzt auch ein wenig damit zu tun. Es kursiert immer noch das Gerücht, dass Welpen von Anfang an lernen sollten, alleine zu schlafen. Und das sehe ich komplett anders. Der Hund ist ein hochsoziales Lebewesen und dieser kleine Pimpf, dieser kleine Zwerg, hat alle sozialen Bindungspartner verloren, indem er zu euch eingezogen ist. Es ist also wichtig, dass er euch als neue Rudelmitglieder, euch als neue Bezugsperson, euch als neue Partner kennenlernt. Und ein wichtiger Teil dessen ist, zusammen zu schlafen. Egal, ob ihr jetzt im Ruhetraining seid oder ob es die Nachtruhe ist, zu der euer Welpe jetzt einfach irgendwo schlafen soll, weil ihr auch schlaft. In beiden Fällen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, bleibt bei eurem Welpen. Gemeinsam zu schlafen, sei es euer Welpe ist zum Beispiel im Schlafzimmer oder ihr schlaft im Wohnzimmer, wo er schlafen soll, oder aber ihr macht gerade Ruhetraining irgendwo im Wohnzimmer. Gemeinsam zu schlafen oder zumindest in der Nähe zu bleiben, ist ein ganz, ganz wichtiger bindungsfördernder Faktor. Tut euch selbst den Gefallen und macht nicht den Fehler zu sagen, mein Hund muss von Anfang an lernen, im Flur alleine zu schlafen. Das ist für die meisten Hunde sehr, sehr schwierig und kann tatsächlich zu enormen Problemen führen, wie zum Beispiel das Thema Alleine sein oder Verlustängste. Gewöhnt also eurem Hund an, dass er bei euch sein kann, dass ihr in der Nähe seid, schlaft in einem Raum, um ihm ein gewisses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu geben und ihr habt wahrscheinlich weniger Probleme mit anderen Baustellen später. Punkt Nummer 7. Spaß und Kuscheln. Die ersten 14 Tage könnt ihr natürlich auch anfangen, kleinere Übungen wie Sitz und Platz und Rückruf in euren Alltag zum Beispiel im Wohnzimmer einzubauen. Aber der Fokus sollte auf gemeinsamen Abenteuern und gemeinsamen Körperkontakt liegen. Spielt mit eurem Welpen, mit dem Spielzeug, kuschelt mit ihm, nehmt ihn zu euch, habt ihn in eurer Nähe. Das ist sehr, sehr wichtig und ein Punkt, der für die Bindung maßgeblich ist. Gemeinsam zu spielen, gemeinsam Abenteuer zu erleben, gemeinsam zu schlafen und gemeinsam zu essen sind die 3 wichtigsten Faktoren, um eine gute Beziehung und gute Bindung aufzubauen. Wenn ihr noch mehr Hinweise und mehr Tipps zum Thema Bindung haben wollt, verlinken wir euch unten auch unser Bindungsvideo. Dort geben wir euch 5 super einfache Tipps mit auf den Weg, ohne dass das unfassbar kompliziert oder nicht greifbar ist. Kommen wir jetzt zum heutigen letzten Punkt.
lasst euch nicht bekloppt machen. Die Tatsache, dass ihr hier jetzt schon ein Video guckt, um zu überlegen, was ist wohl richtig oder falsch, könnte schon darauf hinweisen, dass ihr euch vielleicht ein wenig zu sehr verrückt macht. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Angst nehmen und euch so ein bisschen entschleunigen und über die letzten 7 Punkte, die wir aufgezählt haben, aufzeigen, dass nicht alles so heiß gegessen wie gekocht wird. Nur weil ihr am Anfang ein bisschen langsamer voranschreitet, nur weil ihr nicht gleich am ersten Tag stramm in der Hundeschule auf dem Platz steht mit eurem Welpen, heißt das nicht, dass es ein schlechter Hund wird. Ganz im Gegenteil. Entschleunigung ist wichtig. Durchatmen ist wichtig. Und egal, wer euch entgegenkommt, um euch zu erzählen, oh, der muss aber mit 4 Monaten schon das können und das dürfen sie auf keinen Fall machen, lasst die Leute erzählen. Lasst euch nicht verrückt machen. Wenn ihr zu einer Hundeschule geht, die euch auch schon so mehr oder weniger die Pistole auf die Brust setzt und richtig Druck macht von Anfang an, dann ist mein Rat an euch, sucht euch eine neue Hundeschule. Wenn ihr Hundebekanntschaften schließt und die Leute euch den ganzen Tag erzählen, was ihr falsch macht, ist mein Rat an euch, sucht euch neue Hundebekanntschaften. Wenn ihr jemandem gegenübersteht, egal ob Fachmann, Nachbar oder auch Hundebesitzer, den ihr so trefft, der das alles ein bisschen nüchterner betrachtet, der auch mal ein bisschen einen Gang runterschaltet, der sagt, na ja, das wird schon alles, dann seid ihr wahrscheinlich viel besser aufgehoben und dann habt ihr wahrscheinlich ein gutes Zuhause, zum Beispiel in der Hundeschule, gefunden. Es sollte aber auch nicht der Fall sein, dass derjenige euch die ganze Zeit nur nach dem Mund redet und auch nicht sagt, dass man hier und da ein bisschen was tun muss. Ein gesunder Mittelweg ist wichtig, aber trotzdem der allerwichtigste Punkt, der wichtigste Tipp, wenn euer Welpe einzieht, macht euch nicht bekloppt. Wir alle haben es irgendwie mit unseren Hunden geschafft und der eine braucht ein halbes und der andere vielleicht 1,5 Jahre, bis er an seinen Zielen angekommen ist, ist doch völlig egal. Wichtig ist, ihr habt jetzt hier ein neues Familienmitglied an eurer Seite. Wichtig ist, ein neuer Lebensabschnitt beginnt für alle. Und da langsam, ruhig, mit Bedacht zu starten, ohne verrückt zu werden, ohne sich selbst zu kasteien und sich selbst Druck zu machen, ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Und das kann sich in so vielen Dingen zeigen. Ihr müsst nicht in den Fressnapf oder in den Zoo und Co. rennen oder wie auch immer der Laden um die Ecke heißt und wirklich jedes Spielzeug mitnehmen. 1 oder 2 Spielsachen am Anfang reichen völlig aus. Haltet das mit dem Futter einfach, nehmt doch erstmal das vom Züchter. Wartet doch erstmal ab. Ihr seht also, der 8. Punkt greift sehr stark in den 1. Punkt mit rein. 2 Wochen ankommen lassen, runterfahren, den Hund kennenlernen, durchatmen und nicht bekloppt machen. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesen 8 einfachen, aber effektiven und alltagstauglichen Tipps ein wenig helfen, einen guten Start mit eurem Welpen hinzulegen. Ihr schafft das schon, macht euch nicht bescheuert. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen mehr über Trainingsaufbauten, Übungen oder andere Fragen im Welpenbereich wissen wollt, haben wir euch unten zusätzlich noch unsere komplette Welpen-Playlist verlinkt. Dort werdet ihr ganz viele Inhalte zum Thema Welpen, Gesundheit, Spaziergänge, Spielen etc. finden, die vielleicht die ein oder andere Frage für euch einfach beantworten können. Das war's jetzt mit dem heutigen Video zum Thema Welpentipps. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet etwas mitnehmen für euch und die Zukunft mit eurem Hund. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da, teilt das Video oder schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.